Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, heute haben wir den Pütten in einem Replay. Und der ist in Alaska, genau. Der hat diesmal 6 Abschuss... Ne, Quatsch. 6 Kills und 3 Abschusshilfen gemacht. Das ist ordentlich. So, schon mal einen Abrams angeschossen. Der brennt. Also, die Abschusshilfe hätte er schon mal, wenn ein anderer den killt. Ja, zweite Mal in Brand gesteckt. Warum nicht? Das könnte dann jetzt der Schluss sein. Genau. Dann mit den Abrahams. Und noch ein M1A1. Ja, ist auch ein Abrams. Aber ein anderer. Ja. So, der hat den Pütten noch nicht gesehen komplett. Also noch nicht richtig. Ja, ob er den noch macht? Nee, wahrscheinlich nicht. Lässt er den jetzt in Ruhe. Kann er auch machen. Warum auch nicht, ne? Und ja. Da es in realistischen Schlachten immer ein bisschen länger dauert, wie wir ja wissen. Der Pütten spielt halt immer ein bisschen auf, ja, wie soll ich sagen, ne, auf Deckung. So, den Abrams hat er auch easy gekillt, Munition gesprengt. Dass der soweit schon vorgefahren ist. Na gut, kann er ja machen. Auch gut, wahrscheinlich leben mehr als nur... Ja, wobei doch jetzt gerade spawnen noch ein paar. Ich wollte gerade sagen, es sind bestimmt noch mehr Leute von seinem Team da. Aber es wurden eben nur 4 Stück angezeigt. So, der fährt auch übers offene Feld, als ob er keinen Bock hat. Der will einfach sterben, will ich jetzt mal schätzen. Der guckt ihn natürlich jetzt an. Aber das sollte jetzt sofort kein Problem sein. Ja, das war eine Abschusshilfe. Schon die zweite damit und 2 Kills. Jetzt ist das G natürlich ein bisschen darüber. Egal. Bereitschaftsmunition wird aufgefüllt. 7 Granaten hat er noch mit. Ist wenig. Aber gut, andersrum. Die von dem Leopard 2K sind extrem stark, finde ich. Sind halt 12 Millimeter. Quatsch, 120 Millimeter, also 12 Zentimeter. Und der Kill wurde ihm gesnackt. Deswegen hat er nur 3 Abschuss. Also hat er jetzt die dritte Abschusshilfe und nicht den dritten Kill. Sehr schade. Aber gut. Ist ja auch in Ordnung. 3 Abschusshilfen. Warum denn auch nicht? Hat er den Leopard 2K eigentlich speziell angemalt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wahrscheinlich nicht, oder? Ah, er hat das Balkenkreuz, das von der Bundeswehr, und eine Zahl drauf. Auch gut. Kann man machen. Ja, perfekt. So. So, ein Arm X fährt davor und der Pütten fährt dem ja auch hinterher. T62 ebenfalls. Machen wir mal ein bisschen schneller hier. Ah, jetzt bist du doch wieder fein Kontakt kommen. Nee, jetzt noch nicht. Oder? Nee. Jetzt aber. Komm, den macht er jetzt. T90. Typ 90. Okay. Als ob der den nicht gesehen hat. Meisterleistung. Er fuhr doch da so offen lang. Den hätte man eigentlich sehen müssen. Abrams hat ihn kritisch getroffen. Ja gut, er stirbt ja auch zweimal, ne? Das war damit dann das erste Mal. Den dritten Kill halt jetzt gemacht. Und jetzt, ja, super. Bis jetzt sieht es so aus, als ob der Pütten verlieren würde. Aber das kann sich natürlich noch ändern. Ich weiß es ja nicht. Realistische Schlachten kann sich auch ganz schnell ändern, wenn man einmal nicht aufpasst. Und wenn ich sage, einmal nicht aufpasst, dann meine ich damit das ganze Team.
Denn wer zu unvorsichtig wird, der kriegt dann schnell einen reingescheppert und ist dann tot. Oder Bomben. Ist auch nicht schlecht. Die haben allerdings die Pütten nichts gemacht. Oh, der ist nochmal mit dem Leopard 2K gekommen. Warum auch nicht, ne? Kann man ja auch machen. Und ja. Mal schauen. Ja, Pütten, der schaut sich sehr gut um. Das steht schon mal fest. Ich kann auch wieder ein bisschen beschleunigen. Ja, so schnell vielleicht nicht. Auf 2000. Ja, jetzt sofort müsste wieder ein Feind kommen, da der XM theoretisch wäre ein potenzielles Ziel. Ja, den hat der Pütten auch gesehen. Aber noch nicht kritisch genug beschädigt. Ja, doch, das müsste jetzt ein Treffer werden. Sehr schön. Damit der vierte Kill. Seinen Partner konnte er leider damit nicht beschützen. Aber, ja, wusste nichts. Ah, ein Abrams kommt da auch vorgerollt. Der hat den Pütten ebenfalls nicht gesehen. Ja, auch in Brand gesteckt. Ja. Ein bisschen höher könnte er vielleicht, um den Drehkranz zu erwischen. Ja, oder er macht so weiter und schaltet dann damit die Besatzung aus. Ja, noch ein M1A1 Abrams. Der hat den auch übelst gut erwischt. Munition zerstört. Ja, einen Schuss genau getroffen. Tja, schade. Mal schauen, mit was der Pütten jetzt kommt. Wahrscheinlich mit einem 2A4 oder 2A5. Nee, er kommt im Heli. Auch mal was ganz anderes. Ja, nicht schlecht. Heli spielt der Pütten normalerweise nicht. Aber ich sehe gerade, er hat einen speziellen Tarnanstrich dafür. Bundesgrenzschutz 4. Das ist ein nicer Skin, muss ich sagen, Pütten. Und noch was, warte mal, das schauen wir uns mal eben kurz an. Was steht denn da vorne drauf? Oh, zu schnell. Kann man nicht erkennen irgendwie. Aber gut, ne? Hier nochmal der deutsche Adler, Deutschlandzeichen und Bundesgrenzschutz. Sehr schön. Schalten wir mal wieder auf 2. Ich finde es so blöd, dass der Helikopter-Startsound ein bisschen verbuggt ist jetzt. Der geht immer wieder an und aus. Na egal. Machst du nichts. Wieder einmal. Ich bin mal gespannt, ob der Pütten noch einen Kill macht. Jetzt funktioniert er. Endlich. Fünfter Kill. Einer kommt noch. Tja, auf wen wird er dann die Raketen pfeffern? Er war ein SPG. Also. Ja, wobei, der kann nicht gefährlich werden, aber. Ein ADAT könnte theoretisch gefährlich werden. Hat aber noch nichts gesehen. Okay, irgendwie ist der Motor start und. Oh, da kommt was. Also irgendwie ist der Motorsound immer noch nicht ganz richtig. Immer noch so verbuggt. Die Raketen sind leider warnen langsam. Pütten hat jetzt das zweite Mal Glück gehabt und wurde nicht getroffen. Oh, er hat zwei Raketen gleichzeitig abgefeuert. Das war wahrscheinlich nicht sein Plan, aber dadurch, dass er ein bisschen gerade im Stress ist, hat er wahrscheinlich aus Versehen noch eine dazu abgefeuert. Aber hat ihn gekillt. Nice. Sehr schön. Besatzung ausgeschaltet. Und ja, damit ist die Runde auch zu Ende. Ich denke mal, also er wird auch nicht mehr sterben. Hat er ganz gut gemacht, ne? Nicht schlecht, kann ich nur sagen. Gute Arbeit, Pütten. Ja, die Runde ist jetzt eh zu Ende. Pütten hat leider verloren. Kann man leider nichts machen. Er hat gut gespielt dafür. Das gegnerische Team hat halt ein bisschen mehr Stärke gezeigt, ne? Naja, kannst du halt nichts machen. So, ansonsten. Ja, zweiter Platz, nicht erster. Okay, er hat dafür 7 Kills, eine Abschusshilfe. Ist dafür 5-mal gestorben. Oh. Auch nicht schlecht. Naja,
Wie dem auch sei, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von War Thunder wieder. Ciao!